Berlin verändert sich und zwar stetig. Was bedeutet das für die Menschen in den Kiezen? Welche Veränderungen müssen entwickelt werden und gefördert werden? Welche eventuell auch verhindert werden? Das ist, was sich die Fraktion der Linken im Abgeordnetenhaus in der Sommerpause zum Thema macht. Und dazu lädt sie ein zu Stadtführungen. Heute ist es Regina Kittler auf dem Helene-Weigel-Platz in Marzahn. Etwa 30 Anwohner sind gekommen. Den kurzen Einblick zur Geschichte des Platzes, den Regina Kittler bietet, brauchen jedoch die wenigsten. Viele der Interessierten leben bereits seit den Anfängen in den späten 70er Jahren hier. Entsprechend engagiert sind sie auch, wenn es um die Entwicklung in ihrem Kiez geht. Und so ist die erste Station der Stadtführung auch gleich die richtige Anlaufstelle. Die Freiwilligenagentur bietet seit 2008 nicht nur Informationen zur Gründung von Bürgerinitiativen, sondern vermittelt auch die Marzahner, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Und davon gibt es viele. Wir haben eine schöne Resonanz tatsächlich. Mit Stand heute haben wir so ungefähr 1300 Ehrenamtliche, die sich hier registrieren haben lassen. Und vom rund um den Helene-Weigel-Platz sind das so 130. Also tatsächlich 10% aller Menschen, die hier hinkommen, kommen irgendwie aus der Umgebung. Sie sagen, die haben sich registrieren lassen. Das kann ich mir so vorstellen, dass sie einen Pool haben mit eben einer bestimmten Menge an Menschen, die bereit sind, etwas zu tun. Daneben steht dann das, wo sie arbeiten möchten und sie vermitteln dann die entsprechenden Leute. Genau so ist es. Die kommen hier rein und sagen, ich habe Lust, was zu machen, ich habe Zeit. Manche wissen, was sie wollen, bei anderen muss man es erst noch rauskriegen. So. Und dann versuchen wir das aber tatsächlich mit unserer Software, wir haben eine professionelle Freiwilligenagentur-Software, praktisch zu matchen mit den ungefähr 250 Kooperationspartnern hier aus dem Bezirk. Im Moment gibt es so 500 offene Angebote, sodass wir in der Regel tatsächlich auch was finden. Ein großes Thema auch in Marzahn sind natürlich die Flüchtlinge. Da sind Freiwillige auch gewünscht und zwar in ziemlich großem Maße. Wie sieht das hier aus in Marzahn? Da gab es auch negative Schlagzeilen. Hier gibt es auch eine Menge Menschen, die Ressentiments haben gegen Flüchtlinge. Wie haben Sie das erlebt? Ja, ach, die negativen Schlagzeilen. Also ich habe erlebt den Tag der offenen Tür vor 14 Tagen ungefähr. Und da waren, ich meine, so zwischen 1000 und 1500 Bürgerinnen und Bürger, die Unterkunft besucht haben. Und dagegen standen ungefähr 10 bis 15 Rechtsradikale, die da versucht haben zu agitieren. Und also kein Verhältnis sozusagen. Die Resonanz von Freiwilligen, die für die Flüchtlinge was machen wollen, ist sehr hoch nach meiner Einschätzung. So haben sich bei dem Tag der offenen Tür schon ungefähr 50 Leute freiwillig gemeldet. Wir haben 120 Registrierungszettel rausgegeben. Und im Nachgang, das ist jetzt knapp 2 Wochen her, haben sich nochmal 70 Menschen hier registriert, die gesagt haben, ich habe Lust, was mit Flüchtlingen zu machen, ich will unterstützen, auch um gegen dieses Bild von Marzahn zu arbeiten. Stichwort Bürgerinitiativen, da unterstützen Sie ja auch. Berlin erlebt einen Boom an Bürgerinitiativen, will ich mal so sagen. Wie ist das hier bei Ihnen in Marzahn? Naja, es ist im Aufbau, würde ich mal so nennen. Das Potenzial ist groß. Und wir spüren aber im Gespräch hier mit Bürgerinnen und Bürgern, dass es tatsächlich so ist, dass immer mehr Menschen auch von sich aus was machen wollen, eigene Vorhaben entwickeln. Wir haben so 3, 4 Beispiele. Das Kino Soyuz ist ein Beispiel, wo die Menschen hauptsächlich hier um den Helene-Weigel-Platz rum eben gesagt haben, Mensch, das ist Teil unserer Geschichte und wir wollen dieses Kino behalten, auch wenn klar ist, dass es nicht ein reiner Kinobetrieb wird. Wir stellen uns dann Kulturort vor mit Kaffee und sowas. Und das ist toll. Also die Leute merken, sie können auch was erreichen, wenn sie es selber machen. Das ehemalige Kino Soyuz ist auch ein Schwerpunkt der Stadtführung. Das Thema brennt den Anwohnern unter den Nägeln. Das weiß Regina Kittler, die hier in ihrem Wahlkreis unterwegs ist, nur allzu gut. Schon lange engagiert sich die Linksfraktion in dem Bezirk dafür, dass aus dem verkommenen Gebäude wieder eine lebendige Kulturstätte wird. Die Sache hat nur einen Haken. Das Soyuz gehört einem privaten Investor, der insolvent ist. Die Gläubigerbanken planen das Gebäude
Gebäude an einen Discounter zu verkaufen. Doch das will hier im Kiez keiner. Die Bürger stört natürlich, dass das Gebäude zusehends verfällt, dass der Eigentümer sich nicht drum kümmert. Und sie hätten natürlich gerne, dass das Gebäude wieder zu einem Kulturstandort wird. Das heißt, das ist in privater Hand und der Bezirk ist deswegen hier relativ machtlos. Der Besitzer ist insolvent und gibt es vor diesem Hintergrund nicht die Möglichkeit für den Bezirk, dieses Gebäude zu kaufen? Die Möglichkeit besteht natürlich, aber es ist natürlich eine Frage des Geldes und uns als Bezirk wird kein Geld vom Land Berlin zugestanden, um solch ein Gebäude zu erwerben. Ja, zumal es ja auch in den 90ern, Anfang der 90er, erst durch den Liegenschaftsfonds privatisiert wurde. Also da sehe ich eigentlich keine Chance, dass das Gebäude durch den Bezirk wieder gekauft werden könnte, um dort eine kulturelle Einrichtung zu machen. Also es liegt dann schon in den Händen des Eigentümers. Das heißt, es müsste jetzt ein Investor gefunden werden, dem es gelingt, dass er dieses Kino erwerben kann von dem anderen Besitzer. Genau. Genau so ist es. Sollte es da einen Investor geben, der das Gebäude erwirbt und das auch erhalten möchte und als Kulturstandort weiterentwickeln möchte, sind wir als BVV-Fraktion der Linken hier in Marzahn-Hellersdorf auf jeden Fall dafür, würden das unterstützen, nach Kräften. Dazu ist aber, wie gesagt, nötig, dass sich jemand findet, der auch etwas macht. Wir können da leider auch nicht viel machen, außer unterstützend tätig zu werden. Nun gibt es aber durchaus Pläne des Bezirkes, was dieses Areal hier konkret angeht. Wie sehen die aus? Zum einen gab es immer wieder oder war immer wieder im Gespräch, dass ein Discounter errichtet werden sollte. Da gab es Interessenten, aber das möchte auch der Stadtrat Gott sei Dank nicht, dass hier ein typischer Discounterbau hinkommt. Der würde auch städtebaulich gar nicht hier hinpassen. Es gibt andere Ideen, einen Häuserriegel zu errichten mit altersgerechtem Wohnen, auch etwas Einzelhandel und Gesundheitsdienstleistungen. Das wäre sicherlich sinnvoll auch an diesem Standort, würde auch den Standort sicher aufwerten. Aber konkrete Investoren dazu kenne ich bisher nicht. Und die Vorleistung, die der Bezirk da geleistet hat, was die Planung angeht, müssten dann sozusagen auch erst noch mit einem potenziellen Investor abgesprochen werden. Der muss natürlich auch dafür sein, so etwas zu errichten. Kein Abriss des alten Kinos, sondern eine neue lebendige Kultureinrichtung, eine gründliche Sanierung der Gehwege, die an das Sojus grenzen, und keine Bebauung, die weitere Parkplätze kostet. Das sind die Wünsche der Anwohner, mit denen die linke Abgeordnete Regina Kittler konfrontiert wird. Und das sind auch genau die Themen, die sie zu dieser Führung auf dem Helene-Weigel-Platz veranlasst hat. Also erstens, wir möchten gerne das als ein politisches, aber auch kulturelles Zentrum für die Marzahnerinnen und Marzahner ausbauen. Da liegt einiges im Argen, da muss was entwickelt werden. Also wir waren ja gerade am Kino Sayus, wo man das ganz deutlich sieht, ein alter oder der erste Kulturstandort hier für den Neubaubereich von Marzahn. Und leider ist der so heruntergekommen, dass man jetzt praktisch die letzten Rettungsmaßnahmen ergreifen müsste, weil ansonsten müsste dieser Standort aufgegeben werden. Und dann haben wir hier wirklich die Geschichte von Marzahn geballt an diesem Ort. Ganz viele, die heute hier mitgekommen sind, wohnen hier schon, seit dieses erste Wohngebiet entstanden ist, 1978, 79, und haben inzwischen auch eine wirkliche Verbundenheit mit diesem Kiez entwickelt. Das mag man für so eine Platte immer gar nicht so vermuten, aber es ist genau so ähnlich, wie das auch im Prenzlauer Berg oder in Friedrichshain ist. Haben wir das auch hier im Gebiet. Die Leute möchten gerne, dass das immer schöner wird. Und na, wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg dabei, wobei wir auch so ein paar Kritikpunkte haben, wo die Politik auch zu spät reagiert hat. Zum Beispiel? Na, wie zum Beispiel beim Kino Sayus. Uns fehlt hier ein Kulturstandort. Also wenn man sich mal überlegt, in so einem Hochhaus, auf dem Dach wir uns jetzt gerade hier befinden, in 25 Etagen, ist ein Doppelhochhaus, da wohnt wirklich die Einwohnerzahl vom großen Dorf oder von einer kleinen Stadt. Und wir haben hier nicht mal ein Kino, wir haben hier nicht mal irgendeinen kulturellen Standort, wo man sich treffen kann. Es fehlen kleine Cafés, Gaststätten, also da gibt es nur ganz wenig hier.
Und wir brauchen auch nicht die zigste Kaufhalle oder den Supermarkt hier. Das haben wir alles. Wir brauchen wirklich einen Kulturstandort. Und dafür müssen wir uns hier einsetzen. Frau Kittler-Marzahn hat ein Imageproblem in der Vergangenheit öfter gehabt. Immer wenn man an Marzahn dachte, gab es viele Menschen, die sofort damit verbunden haben, Rechtsradikale und Plattenbauten, die nicht jedermanns Geschmack sind. Letzteres ist sicherlich so. Also ich komme auch aus dem Altbaugebiet und finde das von der Planung und Ausführung auch schöner. Aber auch die Platte hat seine Reize. Ich glaube, dass wir das heute auch ganz gut zeigen konnten hier. Und was das andere Problem angeht, ich glaube, das ist ein berlinweites Problem. Wir merken das jetzt gerade. Wir bekommen in allen Bezirken von Berlin Flüchtlingsunterkünfte. Und die geflüchteten Menschen werden oder überall begegnen sie auch Vorbehalten in der Bevölkerung. Natürlich auch geschürt durch Rechtsextreme. Wir haben hier auch unsere Erfahrungen damit. Wir haben seit dem vorigen Jahr hier an jedem Montag Proteste von Rechtsextremen gegen Einrichtungen für geflüchtete Menschen. Und wir tun alles dafür, um uns hier für Geflüchtete zu engagieren. Und die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt uns. Nun ist das hier Ihr Wahlkreis. Das heißt, das wird sicher nicht etwas Solitäres sein, eine Veranstaltung wie heute, dass Sie mit Bürgern hier in Kontakt treten, sondern das ist ja Ihre Kernaufgabe hier, weil das Ihr Wahlkreis ist. Was machen Sie da für Erfahrungen? Kommen die Menschen auf Sie zu? Haben die konkrete Wünsche an Sie? Und wenn ja, wie können Sie die überhaupt erfüllen? Also die Menschen kommen auf mich zu. Also ich wohne ja auch hier im Wahlkreis und arbeite hier oder habe hier gearbeitet seit 1978. Ich kenne hier auch viele Menschen. Wir haben unser Büro hier unten am Helene-Weigel-Platz. Die Leute kommen da auch hin zu den Sprechstunden, wenn sie Probleme haben. Das betrifft oftmals Sachen, die man eigentlich im Bezug klären muss, aber da ist meine Zusammenarbeit mit den Leuten aus der BVV ganz gut. Die übernehmen dann auch Sachen und kümmern sich. Ansonsten gibt es auch wirklich Probleme, die die Politik in Berlin betreffen, auch die Bildungspolitik, für die ich ja zuständig bin in der Linksfraktion. Aber natürlich auch Menschen, die einfach bloß einen Rat brauchen, weil sie soziale Probleme haben, weil ihre Wohnung gerade gefunden wird und sie brauchen eine Unterstützung. Bisher haben wir da auch immer Lösungen finden können. Dann machen wir auch Veranstaltungen bei uns im Abgeordnetenbüro. Das ist ein ziemlich großes Büro. Und da kommen so im Schnitt immer so 40 bis 70 Leute, was ich schon ganz gut finde. Und das ist, geht auch quer durch die Bevölkerung, auch durch alle Altersgruppen. Also ich glaube schon, dass ich da einen ganz guten Draht zu den Leuten habe. Der Unterschied zur Arbeit im Parlament ist, hier vor Ort reichen Rhetorik und engagierte Anträge nicht aus. Hier werden die Bürger regelmäßig nachfragen, wann denn nun was passiert. Politik ist Kernarbeit. Das hat dieser Stadtrundgang eindrücklich gezeigt, wie ich meine. Und zwar gerade für die Politiker, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen, nämlich für die Abgeordneten. Das gilt nicht nur für die Linksfraktion, sondern natürlich auch für alle anderen Fraktionen bei uns im Parlament.